2 Tages Wegkurses, AGB und Vertragsklauseln interessieren, dann will man natürlich wissen, was erwartet einen an den 2 Tagen und von wem hört man etwas. Fangen wir mit dem Wem an. Wer sind die Referenten? Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich bin seit 2,5 Jahrzehnten Wirtschaftsanwalt, bin spezialisiert auf nationales, internationales Wirtschaftsvertragsrecht, AGB-Recht und auch Vertriebsrecht. Ich habe eine Menge dazu geschrieben zu den Themen und leite eine ganze Menge vertragsrechtlicher Ausbildungskurse für Anwälte und auch für Unternehmensjuristen, aber auch für Nichtjuristen und freue mich in dem Kurs auf Sie. Ja, ich freue mich auf Sie an den beiden Tagen. Mein Name ist David Krause. Ich bin Rechtsanwalt hier im Hause Hoffmann-Dietz und spezialisiert auf Handels- und Gesellschaftsrecht, Vertriebsrecht, Vertragsrecht und das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schwerpunktmäßig bin ich ja auch noch im Bereich Litigation aus Verträgen tätig. Ja, meine Damen und Herren, was erwartet Sie denn bei dem 2-Tages-Kurs? Also klar ist, das Wirtschaftsvertragsrecht wird heutzutage weitgehend von der AGB-Frage und AGB-Gestaltung geprägt. Wir versuchen Ihnen dort die Minenfelder aufzuzeigen, aber auch die Brücke über die Minenfelder an die Hand zu geben. Wir versuchen das lösungsorientiert aufzuzeigen, so dass Sie auch hinterher wirklich einen praktischen Nutzen davon haben, weil David Krause und ich sind reine Praktiker. Und wir machen kein rein theoretisches Seminar, sondern ein Praxisseminar. Ja, wir haben an diesen beiden Tagen ein spannendes Programm für Sie mit im Gepäck. Es geht um die Grundlagen des AGB-Rechts. Das heißt, was sind überhaupt AGB? Und warum ist es so wichtig, zwischen AGB und Individualvereinbarung zu unterscheiden? Wie bekomme ich die AGB überhaupt in meinen Vertrag rein? Auf welche Leitlinien muss ich achten? Stichwort Transparenzgebot oder auch unangemessene Benachteiligung. All das ist wichtig, um dann im zweiten Schritt in medias res zu gehen, dann gucken wir uns einzelne wichtige Klauseln im Wirtschaftsverkehr an. Denken wir an Haftungsausschluss- und Beschränkungsklauseln, Pönalen, Vertragsstrafen, Schadenspauschalen, Gewährleistungsregelungen, NDAs, all wichtige Klauseln, die wir anhand der neuesten Rechtsprechung für Sie beleuchten und Sie da schulen werden. Und meine Damen und Herren, neu ist das richtige Stichwort. Wir haben natürlich auch neue Gesetzesinitiativen. Denken Sie an den neuen Mangelbegriff, § 434 BGB. Auch darauf gehen wir natürlich ein. Was bedeutet das für die Vertrags- und AGB-Gestaltung? Wie setze ich das Lieferkettengesetz um? Worauf muss ich da achten? Also, Stichwort ist neu, neu, neu am neuesten und praktische Hinweise. Und ja, wenn noch Rückfragen sind, wenden Sie sich doch bitte an die eingeblendete Adresse. Wir stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung und sagen dann mal bis bald. Ja, bis bald. Wir freuen uns.